Heute gibt es eine unglaublich spannende Folge mit Maximilian Wolf, der das erreicht hat, was viele Agenturbesitzer gerne erreichen würden. Er hat innerhalb von 2 Jahren eine Agentur mit über 40 Mitarbeitern aufgebaut und dann seinen Anteil erfolgreich verkauft. Was er jetzt mit seiner freien Zeit macht und was er anderen Agenturbesitzern empfiehlt, erfährst du in der neuen Folge. Ich glaube, Advertase war wahrscheinlich so eine Erfolgsgeschichte, die auch so ein bisschen die Runde gemacht hat, was du gerade in der Vorbesprechung irgendwie gesagt hast, fand ich sehr spannend und ich glaube, das ist vielleicht auch ein cooler Einstiegspunkt, dass du da hingekommen bist, wo viele Agenturgründer, glaube ich, hinwollen. Ne? Ich habe das Gefühl, keine Ahnung, jeder, der ein bisschen auf YouTube unterwegs ist, ist wahrscheinlich schon mal über Iman Gazi etc. gestolpert und ich glaube, es gibt so viele Agenturgründer im Moment wie noch nie und ich glaube auch, dass es ein cooles Geschäftsmodell ist für viele. Gleichzeitig als jemand, der das sozusagen bis zu dieser Größe sozusagen erlebt hat, vielleicht auch aus deiner Erfahrung, wie du diese Jahre erlebt hast, was die Höhepunkte waren, was die Tiefpunkte waren und so ein bisschen Real Talk auch zu machen, vielleicht wie es da oben ist, wenn man da ankommt. Ne? Ja, genau. Weshalb ich das im Intro zu dir gesagt habe, ist, weil ich das Thema Real Talk angesprochen habe und mein Intro war, hey, ich war da, wo viele hinwollen, aber das ist gar nicht so cool. Gar nicht so cool im Sinne von, ich habe das schon ganz oft von Leuten gehört, die aus einem Unternehmen rausgegangen sind, aus einer Agentur Geld mitgenommen haben, erstmal nicht mehr arbeiten müssen, erstmal finanzielle Freiheit ist immer relativ, aber nicht darauf angewiesen sind, erstmal in den nächsten Jahre zu arbeiten. Und ja, ich bin so richtig in so ein Loch gefallen tatsächlich. Ja. Also Loch heißt, ich hatte erstmal keine Aufgabe mehr, ich hatte keinen Purpose mehr. Und habe mich den ganzen Tag gefragt, so, was mache ich jetzt in meiner Zeit? Ja. Ja, und die Zeit bei Advertase war damals, die war echt wild. Also man kann sich vorstellen, dass mein Co-Founder und ich und auch einige Teammitglieder sich so richtig in die Kammer eingeschlossen haben, so von morgens bis abends gefühlt und da einfach durchgehasselt haben. Und dann war quasi diese neue Lebensaufgabe, einen Lebenssinn zu haben ohne die Agentur, natürlich noch, war noch überraschender für mich oder noch neuer für mich. Damals, kann ich Anekdoten wirklich auspacken, ich habe damals 3 Monate lang das Licht im Badezimmer, die Glühbirne nicht ausgewechselt. Ich habe im Dunkeln geduscht, weil es mir nicht wichtig genug war, die Glühbirne auszutauschen. Solche Stories brauchen wir. Crazy genau. Shit. Ja. Mittags musste ich irgendwie, das ist wirklich kein Witz, mittags musste ich mir Unterhosen kaufen gehen, weil ich keine frisch gewaschenen mehr hatte, weil ich meine eigene Wäsche nicht mehr gewaschen habe quasi, sondern ich bin ins Büro gegangen, morgens um 6.30 Uhr war ich. Das war nicht immer der Alltag, aber es gab viele Monate, wo ich um 6.30 Uhr oder 6 Uhr im Büro war morgens. Ja. Und es ist auch teilweise eklig, aber ich habe mehrere Tage manchmal auch die Klamotten auch tatsächlich, also T-Shirt, Pulli auch nicht gewechselt, sondern einen raus, zack, durchhasseln. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, letztes Jahr war ganz spannend, auf jeden Fall mich nochmal neu zu entdecken, abseits von dem, mit dem ich mich identifiziert habe. Das heißt, Identifikation als Geschäftsführer, als Gründer. Und das alles so mal nicht zu haben, war ganz spannend für mich, wo ich persönlich sehr viel über mich gelernt habe. Ja, was natürlich spannend ist, was mich auch interessiert, ist, man hätte ja wahrscheinlich das bei Advertase irgendwie jahrelang weitermachen können. Ne? Gab es da irgendwie so einen Moment, wo du gemerkt hast, du musst da irgendwie raus, du musst aus der Firma irgendwie raus und du musst irgendwie nochmal dich selbst entdecken? Oder war es einfach, keine Ahnung, irgendwie ein Gefühl, dass du gesagt hast, ich muss irgendwie was anderes machen? Weil ich kann mir vorstellen, manche Leute würden das dann 10, 15 Jahre durchziehen. Und ich glaube, dann kommt immer die gute Midlife-Crisis oder so, dass sie dann irgendwann merken, oh Mann, ich bin da irgendwas hinterhergehechelt, was gar nicht sozusagen ich war. Tatsächlich auch ein paar Freunde von mir, die dann plötzlich 40 waren, Agenturen hatten und dann gemerkt haben, oh Mann, das war eigentlich gar nicht das, was ich machen wollte. Und dann sozusagen erst auf diese Reise gehen und es ja sehr reflektiert von dir auch irgendwie nach 2 bis 3 Jahren schon zu merken, nee, ist irgendwie was anderes, ne? Wie ist das gekommen? Das, was du, also du hast ja paar Möglichkeiten in den Raum gestellt, was es gewesen ist und es war auf jeden Fall das Gefühl und auch mein Körper hat mir gesagt, so, erstmal hat mein Körper mir gesagt, mach mal eine Pause. Das heißt, was waren die Symptome? Boah, die Symptome. Also ich habe schon Nasenbluten täglich gehört von manchen, ne? Und war so, also ich glaube, da spätestens sollte man ja auf seinen Körper hören, ja. Ja, vielleicht weiß ich, von wem du sprichst. Bei mir war es kein Nasenbluten, bei mir waren es Kopfschmerzen. Und es gibt da wirklich also ich kenne mich mittlerweile im Thema ganz gut aus, weil ich im letzten Jahr
sehr stark bei mir geschaut drauf habe, wie kann ich mehr mit meiner Intuition leben. Das heißt, wir im Business, wir leben ja jeden Tag quasi aus dem Verstand heraus. Das heißt, wir schauen, was macht jetzt rational am meisten Sinn. Das ist auch das, wo wir uns jeden Tag drauf konditionieren und auch optimieren. Wir trainieren das Gehirn, aber wir trainieren halt nicht das Gefühl. So, und ich habe halt monatelang nicht auf mein Gefühl gehört, dass mir gesagt hat, so, jetzt hab mal normale Zeiten, wo du aufstehst, normale Schlafzeiten, ernähr dich mal vernünftig, fang Sport wieder an, werde es auch mal ganz gut Urlaub zu nehmen. Wir haben über Jahre lang gar keinen Urlaub richtig genommen. Und irgendwann hat mein Körper mir gezeigt, so jetzt, zack, Max, ja, jetzt mache ich quasi, jetzt mache ich mal Stopp. Und dann war ich wirklich über viele Wochen, ging es mir gar nicht gut. Und das war auch die Zeit, in der ich dann reflektiert habe tatsächlich, wo ich auf den Gedanken gekommen bin, dass ich was anderes machen möchte. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin an einem Punkt gewesen, wo ich damals vor 4, 5 Jahren noch gar nicht gedacht hatte, ich da hinkomme. Das heißt, viele Ziele erreicht und teilweise auch übertroffen gehabt. Und dann hat mein Körper, mein Gefühl mir gesagt, so, schau mal genauer hin, was ist eigentlich? Und dann habe ich gemerkt, dass Performance Marketing, das war damals ein super Vehikel für mich, um das rauszulassen, Energie, an Neugierde, an Ehrgeiz irgendwie. Aber es war nicht das Thema, was mich nach 3, 4 Jahren noch so gecatcht hat, als dass ich authentisch als Geschäftsführer und Gründer meiner Rolle, dass ich da saß ich nicht mehr im richtigen Seat sozusagen. Das heißt, ich habe festgestellt, eigentlich mein Anspruch an mich ist es, jeden Tag aufzustehen mit der bestmöglichsten Energie. Am Sonntag will ich direkt drauf brennen, Montag wieder quasi hier im Office zu sitzen. Und das war irgendwann einfach, es ist einfach weniger geworden. Und dementsprechend habe ich mir gesagt, so, das ist nicht das, wie ich für mein Leben, wie ich mein Leben leben möchte, auch nicht, wie ich arbeiten möchte, weil ich weiß, wie es ist, halt so einen 200%igen Drive zu haben, den ich jetzt auch wieder habe. Und das war einfach nicht mehr vorhanden. Und dann habe ich gesagt, so, zack, woran liegt das? Ah, okay, vielleicht ist es nicht mehr das, was du jetzt möchtest. Man muss auch ganz offen sagen, dass sich die Rolle als Geschäftsführer ändert sich ja auch, wenn man so stark wächst. Das heißt, wenn man eine 40-Leute-Agentur hat, dann sind die Rollen, die man hat, ganz andere als mit 10, 20 oder vielleicht noch so 25 Mitarbeitern. Das heißt, wir hatten ja auch mehrere Führungskräfte, wir hatten auch eine zweite Führungsebene zu dem Zeitpunkt noch. Und da bin ich mehr der Verwalter geworden. Umso größer eine Agentur wird, desto mehr geht's um People und Brand. Und ich bin halt die Person, die doch einfach mehr der Anschieber ist, statt quasi der Verwalter. Und das war auch so ein Ausschlag für mich, weshalb ich gedacht habe, so, jetzt möchte ich mich mal entdecken. Genau. Ja. Hey, voll gut, weil witzigerweise war das auch unternehmerisch für mich etwas, was ich glaube ich im letzten Jahr oder so erst so richtig entdeckt habe, dass auch glaube ich nach außen immer geguckt habe, ey, oh Mann, alle bauen mehr Mitarbeiter auf, muss jetzt auch mitmachen, ne? Und dann genau in diese Rolle gerückt bin, die du auch beschrieben hast, dass man mehr der Manager und der Verwalter wird, weil ich todunglücklich war, ne? Also ich habe jetzt auch über die Zeit rausgefunden, dass halt so Creation irgendwie so ein bisschen meine Überschrift ist, dass mir einfach Spaß macht, Dinge zu erstellen, ne? Sachen zu bauen, Projekte umzusetzen, Content zu erstellen, Produkte für unsere Kunden zu bauen, ne? Aber dass ich nicht weiter weg davon sein könnte, irgendwie der leidenschaftliche Manager zu sein. Und ich glaube, das muss man über sich selbst auch entlang des Weges erstmal rausfinden. Und ich habe so viele Leute auch gesehen, die einfach in diese Falle getappt sind, ne? Weil so, okay, alle wachsen. Es gehört dazu, dass man ein Team aufbauen muss. Und dass man dann aber plötzlich so merkt, oh, das ist vielleicht gar nicht meine Rolle irgendwie, ne? Und das ist halt cool, dass du dieses Reflexionsvermögen dann auch hattest und gesagt hast, hey, hier komme ich irgendwie nicht weiter, ne? Was vielleicht auch für viele spannend ist und vielleicht kannst du ein bisschen berichten, ich weiß nicht, wie ausführlich du darüber reden kannst, aber wie so ein Exit sozusagen funktioniert, weil ich glaube, das ist ja auch für viele dann noch so ein bisschen der Traum, das hinzubekommen, ne, und nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie verbrannte Erde zu hinterlassen oder gar nicht für das, was man aufgebaut hat, irgendwie rewarded zu werden, irgendwie in irgendeiner Form von Verkauf oder so. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das gelaufen ist, was ihr da hinbekommen habt oder was du da hinbekommen hast für dich? Ja, gerne. Also man muss das Ganze aus zwei Seiten betrachten. Generell ist ein Exit kann man auf verschiedene Wege bestreiten. Und leider muss ich sagen, dass der Exit, den ich gemacht habe, nicht der Bilderbuch-Exit ist. Das heißt, der Bilderbuch-Exit ist ja, du hast einen Käufer, entweder kauft er dich strategisch oder der will sich mehr Umsatz irgendwie dazu kaufen. Und dann ist es aber auch total gängig, wenn du so einen Case hast. Das heißt, meistens sind es andere Agenturen oder es ist ein Private Equity Unternehmen, das letztendlich so einen Kauf tätigt, dann ist es so, und das wissen die meisten auch nicht, und vielleicht ist da noch ganz gut drauf einzugehen, dann ist es ja so, dass die Geschäftsführer halt für Mindestzeitraum noch im Unternehmen bleiben müssen. Ja, weil es gibt immer diese Übergangsphase, ne? Ja. Richtig, genau. Und es gibt nicht nur die Übergangsphase, sondern es gibt auch die Phase, in der quasi die Due Diligence noch stattfindet, das heißt die Prüfung, und auch die Anbahnungsphase der Prüfung, das heißt,
diese Anbahnungsphase, bevor es überhaupt zur Unterschrift kommt, die dauert oft, es ist keine Seltenheit, dass das so eineinhalb Jahre dauert, ja. Weil wenn man das richtig gut vorbereiten möchte, das ist nämlich auch eine Krux bei der ganzen Sache, dann stellt man im besten Fall ein Führungsteam ein oder auch schon andere Geschäftsführer ein, die man in der Zeit schon installiert, um den Käufern gut zu signalisieren, hey, die Agentur funktioniert auch ohne mich. Weil eine inhabergeführte Agentur steht und fällt mit den Inhabern. Und genau, das heißt, der Prozess ist wahnsinnig lange, die Anbahnung ist lange und der Verkauf an sich, dieser Earnout, der dauert meistens auch so, ist nicht selten, dass das so 2 Jahre mindestens dauert. Das heißt, die Käufer wollen natürlich sicherstellen, dass wenn die Geschäftsführer die Agentur verlassen, dass dann quasi die Gewinne noch genauso reinkommen, wie es dann auch ursprünglich der Fall war. So, das heißt, hätte ich den Weg gewählt, habe ich nicht gewählt, beziehungsweise das hätte für mich bedeutet, dass ich halt noch also zum einen hätte mein Co-Founder ja zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche auch wollen müssen, damit ich quasi sowas auch mache, weil niemand kauft eigentlich nur Anteile, also 50% der Anteile, sondern meistens ist quasi, dass die gesamtheitliche Agentur auch verkauft wird. Und das hätte für mich geheißen, dass ich noch 3 bis 4 Jahre eigentlich so drin bleibe, ungefähr, oder dass das mein Horizont gewesen sein müsste, damit, auf den ich mich committe, und darauf habe ich keine Lust. Und dementsprechend war es einfach tatsächlich ganz total sehr unkompliziert. Ich habe mich einfach mit meinem Co-Founder auf eine Summe geeinigt und das wird mir dann quasi seit dem Zeitpunkt quasi laufen monatliche Zahlungen, damit die Agentur sich das überhaupt leisten kann, das Ganze stemmen. Aber so war das. Das heißt, der Nachteil ist, also viel weniger Geld rausbekommen, als wenn das jetzt strategisch gekauft werden würde. Offensichtlich natürlich auch. Zudem aber auch mein viel Co-Founder Zeit gewonnen, ne? Aber viel Zeit gewonnen, richtig, genau. Viel Zeit gewonnen. Zudem ja dann auch gar nicht sichergestellt war. Ich bin ja tatsächlich dann sehr schnell rausgegangen. Das heißt, die Übergangsphase war sehr kurz. Und da man dann gar nicht prognostizieren konnte, wie sind jetzt die nächsten Jahre, gerade auch weil vor einem Jahr die Situation recht unsicher war, habe ich auf jeden Fall viel Geld auf der Straße liegen lassen, was ich hätte mitnehmen können, hätte ich das Ganze strategisch angegangen. Ja. Richtig, genau. Aber so war das es Ganze halt sozusagen knackig und pragmatisch wahrscheinlich, ne? Ja. Das war der absolute Vorteil. Richtig, genau. Ja. Aber es ist ja auch eine schöne sozusagen, also ich finde es eine schöne Version, es so zu machen, weil hätte sie jetzt gesagt, keine Ahnung, wir haben mit irgendwelchen Private Equity Firmen gesprochen und die haben uns erstmal, 16 Seiten Verträge rübergeschickt, wenn das reicht, ne, und dann gab es irgendwie 27 Verhandlungsrunden oder so, kann ja wirklich dabei rauskommen, was weiß ich, dass der Co-Founder noch total Lust hat, das weiterzuführen und man wirklich sagt, hey, lass uns doch irgendwie auf eine Summe einigen, ne, ich will einfach nur so schnell wie möglich raus, ich merke, das ist es nicht, und einfach einen pragmatischen Deal irgendwie finden, und das ist ja cool, dass ihr da eine Lösung gefunden habt. Ne? Ja. Und dann bist du so in die Lehre gegangen oder wie ging das dann weiter? Ja, das, was ich noch hinzufügen kann, weil ich glaube, das ist ein ganz interessanter Fakt, weil auf mich kommen ja auch viele Agenturgründer zu und sagen, also wenn wir in die Zusammenarbeit stehen, das heißt, wenn ich Agenturen berate, dann sagen die meisten, so mein Ziel ist es, in 5 Jahren die Agentur zu verkaufen oder in 10 Jahren. Und das, was ich immer wieder merke, was den meisten gar nicht bewusst ist, ist, dass eine Agentur halt nicht so easy peasy zu verkaufen ist. Das ist halt ein anderer Case, als wenn man zum Beispiel ein B2C-Produkt hat oder ein Software-Produkt hat, was viel unabhängiger vom Geschäftsführer, von Inhaber funktioniert. Das heißt, wenn du eine Software hast, ein B2C-Produkt, du machst jetzt 10 Millionen Umsatz beispielsweise, dann ist irgendwann relativ wenig noch abhängig vom Geschäftsführer, sondern funktioniert das Produkt, das System funktioniert. Und bei einer inhabergeführten Agentur, wie ich schon gesagt habe, ist es so, dass das Produkt quasi immer noch der Inhaber irgendwo auch ist. Das heißt, eine Agentur ist quasi gar nichts wert, wenn du nicht beweisen kannst, dass das Geschäft zu 100% ohne dich läuft. Ja, das will ich mal sehen. 80%. Mach mal als Gründer und Geschäftsführer 3 Monate Urlaub bei einer Agentur und erzähl mir, dass sie weiter wächst und funktioniert, die Agentur. Ja, das wird kaum jemand der Fall sein, ne? Ja. Nur bei wenigen und meistens natürlich nur bei denjenigen, die auch schon größer sind. Das hängt natürlich ganz vom Geschäftsmodell ab, was man aufbaut. Ja. Hat man eher ein Produkt quasi, was also umso größer Kunden manchmal sind, umso krasser die Pitches sind, desto mehr ist der Inhaber oft noch drin. Wenn es so Fließbandmodelle sind, wo ein Kunde so 1.000 Euro zahlt, dann kann man es gut auf Mitarbeiter übertragen, ist recht stabilisierbar. Dann lässt sich das leichter operativ lösen vom Geschäftsführer. Aber du musst auch erst so eine kritische Masse an Umsatz und Mitarbeitern reichen, damit du auch quasi erst verkaufsfähig bist. Weil erst mit einer kritischen Masse hast du ja auch dann diese Führungsstrukturen. Das heißt, die Führungskräfte und potenzielle Geschäftsführer, auch die dein Geschäft übernehmen können. Bei den meisten Agenturen von 15 bis 20 Mitarbeitern ist das so gesehen oft gar nicht so richtig möglich, diese kritische Masse schon erreicht zu haben, weil du auch eine Mindestgröße haben musst, damit die Kosten sich überhaupt rechtfertigen für den ganzen Verkaufsprozess. Das, also was da alles anfällt, an Notar, an Beratung,
Da gibt es Menschen, die nichts anderes machen, als Merger zu machen oder als diese Käufe zu beraten. Und die lassen sich auf jeden Fall gut bezahlen. Also du bist ja teilweise mit irgendwie 8 Leuten, mit 8 Rechtsanwälten in einem Call und jeder hat einen Stundensatz von 1.000 Euro oder so. Ja, da klingelt also, die. Aber das ist wirklich, genau. Also das muss ich sagen, ja, vielleicht bin ich jetzt so ein bisschen der Exot aus der Hamburger Szene oder der ins Exil gegangen ist, ne? Aber ich habe tatsächlich bei meinem familiären Umfeld ein bisschen erlebt, dass Schwiegerväter von mir, und da gab es tatsächlich 2, 3, ich habe sie gefragt, was sie anders gemacht hätten. Auch erfolgreiche Unternehmer. Ne? Und beide haben mir gesagt, witzigerweise unabhängig voneinander, mehr Sonne, weniger arbeiten. Ne? Mhm. Und beide sind sozusagen mit über 60 jetzt irgendwie in den Süden gezogen und haben sozusagen die Arbeit an Team übergeben und weniger arbeiten. Einer davon irgendwie schwer krank geworden. Ne? War so mit Mitte 60 mache ich mir jetzt ein nettes Leben, ne? Und kriege dann irgendwie die Diagnose mit Krebs. Ne? Mhm. Und das war für mich so, immer wenn mir jemand sagt, ich gebe jetzt irgendwie noch mal 5 Jahre richtig Gas und dann verkaufe ich die Firma, ist für mich schon so, boah, das ist ein Trugschluss. Ne? Also das ist ein gefährliches Dilemma sozusagen, weil ich glaube mittlerweile und habe meinen Weg so geformt, was, wenn ich nur noch 2 gute Jahre habe, ne? Und ich dann sozusagen in diesen 2 guten Jahren jetzt irgendwie in diesen 5, ich gebe 5 Jahre Gas drin bin und dann verkaufe ich das Ding. Und das war tatsächlich auch der Grund, warum wir im Winter nach Spanien gezogen sind, ne? Und ich auch gesagt habe, ich habe keine Ambition, jetzt irgendwie Tausende von Mitarbeitern haben, sondern ich will jeden Tag Spaß haben. Ich will mit Freude aufstehen, ich will mich an meine Arbeit setzen und fertig. Ne? Und werde wahrscheinlich nicht die Umsätze machen, die alle haben, was weiß ich, die in Hamburg sitzen und deutlich in Anführungszeichen erfolgreicher sind. Aber ich stelle sicher, dass ich nicht in die Falle tappe, zu sagen, ich gebe jetzt nochmal 5 Jahre richtig Gas und dann, weil ich glaube, das ist wirklich eine Falle. Was sagst du diesen Leuten, die vielleicht, also klar, wahrscheinlich muss man ihnen geben, so, guck mal, wenn du wirklich deine Agentur in 5 Jahren sozusagen verkaufen willst, musst du die und die Sachen richtig machen. Kommt dann nicht aber trotzdem auch manchmal sowas bei raus, so, bist du wirklich eigentlich im richtigen Geschäftsmodell, wenn du die berätst? Mhm. Oder machst du das gar nicht auf? Ja, doch, ich mache das schon auf, also das, worum es mir meistens geht, ist halt realistische Erwartungshaltung zu setzen. Mhm. Und das, wo sehr viele sind ja auch sehr FOMO-getrieben. Das heißt, auf LinkedIn sieht man die tollsten Case-Studies und alle denken, ah, ist ja total easy, eine Agentur auf 500.000 Euro pro Monat zu skalieren. Ja, kein Thema. Ja. Das mache ich hier. Das ist nur die Frage, wie lange es dauert. Halt mein Bier. So, ja. Genau, halt mein Bier und dann geht's los. Wo ich schon drüber aufkläre, ist quasi, ob die Leute sich wissen, also erstmal stelle ich mal Fragen. Um abzuklären, wie konkret ist der Plan und wie sehr sind sie sich um die über die Umstände bewusst, die das auch bedeutet. Das heißt, sowohl. Also die Downside sozusagen, ne? Also der Schmerz in Anführungszeichen, ja. Der Schmerz, genau. Und auch, ob sie überhaupt wissen, quasi, also ob sie wissen, wie jetzt hier genau ausschaut. Das heißt, alles, was ich gerade genannt habe, was Voraussetzung sein muss, um eine Agentur zu verkaufen, das ist meistens halt nicht bewusst. Und für meine Beratung ist das ganz wichtig, um von vornherein halt zu wissen, dass die Agentur bestenfalls, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Der eine sagt, ich kann mir vorstellen, Exit zu machen. Der andere sagt, auf jeden Fall in 5 Jahren und dann möchte ich was anderes machen. Der andere sagt so, ja, kann sein, aber eigentlich habe ich nicht das Ziel. Und je nachdem, was die Leute beantworten, baue ich das natürlich in meine Beratung mit ein, um zu gucken, dass man die Agentur noch unabhängiger vom Geschäftsführer halt dann von Beginn auch macht. Das heißt, es geht darum, halt von Beginn an die Dienstleistung vielleicht so ein bisschen umzubauen. Es geht darum, vielleicht früher auch die richtigen Führungskräfte einzustellen, ein bisschen mehr Leute, ein bisschen mehr Geld für Seniors auszugeben und die Leute vom Mindset auch schon ein bisschen drauf zu trimmen. Ja. Das Problem ist auf jeden Fall, das hast du auch angesprochen, im Agenturbusiness, der Markt ist ja mittlerweile so kompetitiv und die meisten Märkte sind so gesättigt, dass wenn du von vornherein einen Exit machen, wenn du zwangsläufig festlegst, dass du einen Exit machst in 5 Jahren oder das dein einziges Szenario ist quasi, dann ist es ja oft so, dass dir ein gewisses Maß an Passion fehlt, was du aber unbedingt brauchst, um überhaupt bestehen zu bleiben am Markt. Das heißt, also sagen wir jetzt mal, nehmen wir jetzt nur meinen Arbeitstag, wenn du jetzt, keine Ahnung, also umso mehr arbeiten, desto erfolgreicher kannst du natürlich teilweise sein, aber umso weniger Passion du hast, desto schneller tritt dieser Grenznutzen ein, dass du irgendwann halt quasi nicht mehr so produktiv nicht mehr die extra Meile gehst, ne? Nicht mehr die extra Meile gehst und deswegen ist es auf jeden Fall nicht immer der beste Motivator, würde ich sagen. Yeah. Das heißt, die erfolgreichsten Leute sind ja erfolgreich in dem, weil sie das lieben, was sie machen. Und das kann schnell verloren gehen, wenn du merkst, es wird mal schwieriger und ich bin nur extrinsisch vom Geld halt motiviert.
Ja, das ist eigentlich spannend. Auch das, was du sozusagen, kannst du ja gleich mal ein bisschen beschreiben, was du in der Beratung sozusagen tust und auch vor allem, wie du zu dem Angebot gekommen bist. Ich kann mir vorstellen, dass ja recht natürlich wahrscheinlich entstanden ist, dass du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, diese Agenturszene in Deutschland ist dann doch verdammt klein irgendwie. Also ich höre auch in Interviews gefühlt immer wieder die gleichen Namen und denke mir so, echt, ist die Szene so klein, aber sie scheint sehr klein zu sein. Dass natürlich wahrscheinlich auch alle mitbekommen haben, was du da getan hast und dass du da ausgestiegen bist und dann wieder sozusagen zurück warst. Ne? Ist das dann natürlich sozusagen entstanden, dass einfach Agenturgründer sich an dich gewendet haben und gesagt haben, hey Max, wie würdest du das irgendwie machen? Oder hast du gesagt, hey, ich kann mir wirklich vorstellen, Beratung in dem Bereich zu machen und probiere das einfach mal für mich aus. Weil du hast ja gesagt, die Passion ist wieder da, es macht Spaß, irgendwie jeden Tag aufzustehen. Na, wie bist du zu dem Angebot gekommen und was machst du da heute? Ja, sag mal gerne einen Satz, es war noch nie so einfach, eine Agentur zu gründen, aber es war noch nie so schwer, sie erfolgreich zu machen. Das ist so ein Satz, der ganz gut zutrifft. Also ich bin auf jeden Fall, also wie es gekommen ist, ja, mehrere Leute haben mich gefragt, ob ich mal Tipps geben kann und beraten kann. Dann habe ich das so probeweise mal gemacht und habe gemerkt, so hey, das liegt mir irgendwie und es macht mir sehr viel Spaß. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen gecheckt, wie die Voraussetzungen sind und eigentlich hat alles zugetroffen, was ich jetzt quasi auch mit meinen Kunden, wenn ich jetzt eine Agenturneugründung oder ein Businessgründung irgendwie beraten würde, hat alles zugetroffen, was gute Voraussetzungen waren, um da reinzugehen. Das heißt, der Markt ist valide, es gibt so viel Nachfrage, es gibt viele Anbieter, die beweisen, dass das Geschäftsmodell einfach wahnsinnig gut funktioniert und einfach sehr margenträchtig ist. Das heißt, so ein Consulting- und Coaching-Modell. Es gibt Anbieter, die beweisen, dass man Kunden über lange Zeit binden kann. Die Nachfrage ist sehr hoch. Die Leute sind super offen für Coaching, weil gerade Leute, die im Agenturbusiness sind, das sind ja meistens Leute, die sich halt nebenbei durch vielleicht schon Coachings oder durch andere Wissensformate halt ihr Knowledge aufgebaut haben. Dementsprechend sind sie oft sehr, sehr kurz schon vor der Kaufentscheidung halt so ein Coaching zu buchen, wenn sie der Meinung sind, dass das auch Mehrwert für sie hat. Und das heißt, Zahlungsbereitschaft ist da. Und der Need ist einfach da, dadurch, dass es noch nie so schwer war, eine Agentur erfolgreich zu machen wie jetzt. Gerade wenn man in einem kompetitiven Markt ist, dann braucht man Hilfe. Und dementsprechend war das dann, hat also für mich zusammengepasst. Der weitere Vorteil für mich ist, es ist ein persönliches Thema. Das aktuelle Geschäftsmodell ist perfekt geeignet für mein Leben, wie ich es mir aktuell aufbaue. Das heißt, also jetzt werden auch schon Glühbirnen mal gewechselt, wenn sie kaputt sind, oder wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt werden Glühbirnen gewechselt, jetzt wird der Hund ausgeführt, es ist halt für die Partnerin da, die arbeitet am Wochenende nicht, heute Abend geht's zum Yoga. Ja, erzähl mal, wie hast du dir das Leben aufgebaut? Ja. Weil ich habe das Gefühl, wer war das? Ich glaube, ich habe ein Interview von Grant Cardone oder so sozusagen gesehen und er wurde interviewt. Und da meinte auch der Interviewer so, wie zur Hölle sozusagen schaffst du das, ne? Drei Kinder irgendwie, Ehefrau, ne? Zig Unternehmen irgendwie, wie kriegst du das alles hin? Und er meinte halt ganz einfach, ne? Ich habe nicht mein Leben für die Firmen gebaut, sondern ich habe die Firmen für mein Leben gebaut, ne? Und es war so ein einfacher Change, habe ich das Gefühl. Ich glaube auch, dass man da sich so überlegen muss, und das habe ich auch irgendwann entlang des Weges gemacht, wie sieht so mein perfekter Alltag aus, ne? Was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten, ne? Was will ich auch, wo will ich Zeit sozusagen investieren und was kriege ich dann noch an Arbeitszeit irgendwie unter? Und das klingt ja auch bei dir sehr ähnlich und wäre spannend sozusagen, wie dein neuer Tag sozusagen jetzt auch aussieht und du sagst, hey, so fühlt sich das irgendwie gut an. Ne? Ja, das ist ein spannendes Thema. Das, was ich festgestellt habe, ist jetzt mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, die ich vor ein paar Jahren noch nicht hatte, dass diese ganzen Themen wie Biohacking, so wie kann ich irgendwie um 5 Uhr wie anfangen und wie kriege ich irgendwie, ich ernähre mich so und am so, dann gar nicht halbe schlafen. Stunde, dann habe ich eine halbe Stunde, wie ich noch mehr produktiv sein kann und wie plane ich mir die Tasks ein. Natürlich geht es schon darum zu gucken, wie kann man sinnvoll seinen Tag strukturieren, keine Frage, aber das, was ich jetzt merke, ist, und das hätte ich damals auch anders gemacht, viel weniger Wert legen auf Biohacking, das heißt, na klar, ich ernähre mich jetzt gesund und Körper, aber es geht mir jetzt weniger darum, jetzt nur 20 Gramm Zucker zu essen statt 30 Gramm Zucker, sondern das, wo letztendlich der größte Wert drin liegt, sind die strategischen Entscheidungen. Das heißt, jemand, der genug Zeit für Strategie allokiert, der wird ein viel besseres Leben als Unternehmer haben, als jemand, der viel mehr arbeitet und weniger Zeit auf Strategie allokiert. Und das ist auch genau das, wo es im Agenturbusiness bei Agenturenhaber innen ja oft auch scheitert. Die meisten stecken im operativen Geschäft fest, haben keine funktionierenden Prozesse, löschen überall Brände und dementsprechend haben sie keine Zeit für Strategie. Und wenn sie mal mehr Zeit sich noch nehmen würden, um grundsätzlich mal den Agentur-Purpose, das Geschäftsmodell, die Positionierung zu hinterfragen, dann würden viele auch besser schlafen können.
Ja, stimmt, man kann sich sozusagen, wenn das Setup falsch ist, kann man sich, glaube ich, ja, gefühlt im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode arbeiten, ohne dass das sozusagen aufgeht, ne? Und ich glaube, wie du sagst, es wäre auch spannend, sozusagen aus deiner Erfahrung mal zu hören, was so die größten auch Stolperfallen sozusagen im Agenturbusiness sind aus deiner Sicht, ne? Also was vielleicht so auch die gängigen Fehler sind. Weil das hört man, ich war mal bei einer Mastermind in Amerika, hier bei ClickFunnels, bei Russell Brunson. Und da war sozusagen ein Raum voller, glaube ich, Gründer, irgendwie so ab 500.000 bis 3 Millionen hoch oder so. Und da war halt ein Agenturgründer dabei, der schon ein bisschen älter war, irgendwie 40, hatte drei Kids und meinte irgendwie so in der Vorstellung, er arbeitet 30 Minuten pro Tag, ne? Hätte irgendwie 10, 12 Mitarbeiter und eine Marge von irgendwie, keine Ahnung, 68% oder so, ne? Du hättest eine Stecknadel fallen lassen können in dem Moment, ne? Weil alle in dem Raum hatten es erfolgreich geschafft, halt ihr Unternehmen auf diese Flughöhe zu bekommen, aber alle waren völlig überarbeitet, ne? Und dann sitzt da so plötzlich so ein völlig entspannter Typ und war so, ja, ist ja nicht so schwierig, ne? Haben einen guten Case rausgesucht, ne? Hab das Team irgendwie aufgesetzt, hab die sozusagen autonom aufgezogen, dass die alles alleine machen können. Und 30 Minuten frage ich halt meine Assistentin, was passiert ist, und gebe ihr Feedback. Und das war's, während ich in den Bergen mit meinen Kindern bin, ne? Und alle Leute waren so, wo kann ich buchen? Und er so, auf gar keinen Fall, ne? Ich will in den Bergen rumtouren, ne? Und insofern wäre es spannend, auch aus deiner Erfahrung mal so, was die großen Erfolgsfaktoren sind, um wirklich eine lukrative Agentur sich auch aufzubauen, ne? Ja, ich hab die Frage von ihm noch nicht ganz beantwortet, aber die ist auch kurz beantwortet. Mein Tag ist tatsächlich, ich versuche ihn so stinknormal wie möglich zu machen, um einfach letztendlich auch ein gutes Leben für mich zu führen. Ein gutes Leben für mich heißt, dass ich Zeit für meine Hobbys habe, Zeit für meine Freunde, für meine Partnerin, für den Hund. Am Wochenende arbeite ich eigentlich gar nicht mehr. Und ja. Widerstrebt dir das irgendwie oder fühlt sich das sehr natürlich an? Es widerstrebt komplett meine Intuition. Echt? Aber man muss ja auch bei uns Unternehmern, muss man immer wieder sagen auch, es gibt eine aktive und eine passive Arbeitszeit. Die passive Arbeitszeit findet dann halt statt, wenn die Arbeit aufhört, da kommen die kreativen Phasen. Das heißt, wenn ich mit dem Hund unter spazieren gehe, ich denke 90%ig über das Business nach. Wenn ich dusche, denke ich über das Business nach. Am Wochenende, wenn ich auf der Liege sitze, denke ich über das Business nach. Ja. Das ist halt immer eine Zeit, die wir nicht berücksichtigen. Aber ich merke, dass ich halt viel produktiver bin in den Zeiten, wo es drauf ankommt, wenn ich halt mehr Auszeiten habe. Ja. Auf die zweite Frage, was die Faktoren sind. Das, was einer der größten Fehler ist, den ich immer wieder sehe, ist, dass die Leute sich gar nicht grundsätzlich bewusst sind, was eigentlich quasi der Ursprung war, weshalb es Agenturen überhaupt gibt und wie so eine Agentur-Kunde-Beziehung ist und wie groß eigentlich Unternehmen auch sein müssen, um eine Agentur gut bezahlen zu können. Das heißt, die meisten Agenturen haben einfach viel zu kleine Kunden und da fängt da die Wurzel allen Übels. Das heißt, mein Credo ist, wenn ein Unternehmen eigentlich nicht mindestens 10.000 Euro pro Monat auf den Tisch legen kann, um eine Agentur zu bezahlen in einem Patch Social Modell, Google Ads oder E-Mail Marketing und Co., dann ist das Unternehmen tendenziell zu klein. Das heißt nicht, dass man nicht ein funktionierendes Geschäftsmodell darauf aufbauen kann, aber es ist viel einfacher, viel kopfschmerzenbefreiter, man kann viel besser schlafen, wenn man halt große Kunden hat. Ja. Und die meisten Kunden letztendlich, die meisten Agenturen, die an Unternehmen verkaufen, die haben halt viel zu kleine Kunden. Und dementsprechend sind das Kunden, die sich gar nicht lange binden wollen, die keine hohen Beträge zahlen. Eine richtig gute Agenturdienstleistung im Paid Social beispielsweise, du musst ja eigentlich mindestens 5.000, 6.000 Euro heutzutage kriegen, bevor du überhaupt anfangen kannst, richtig zu arbeiten. Also mit 3.000 Euro kann heutzutage keiner, was willst du da machen im Paid Social? Also da kannst du eigentlich kein einziges Creative erstellen und bist dabei profitabel. Ja. So, das ist der große Fehler. Kunden, meine Benchmark ist eigentlich, Kunden müssen mindestens so 10 Millionen Euro Umsatz machen. Im besten Fall, Kunden müssten in der Lage sein, eigentlich 10.000 Euro mindestens zu zahlen. Und dann hat man letztendlich einen guten Zielkunden. Alles, was drunter ist, das heißt nicht, dass es nicht geht, aber es ist der schwere Weg. Deutlich tougher ist, ne? Ja. Und das ist auch das, wie wir mit Advertails damals gewachsen sind, am stärksten durch halt ein Provisionsmodell, wo die Kunden in der Lage waren, dann auch teilweise 40.000, 50.000 Euro pro Monat zu zahlen. Ja. Was ich heute sehe, wenn ich so die erfolgreichen Agenturen habe, sehe, die sehr stark skaliert sind in den letzten Jahren, dann sind das vor allem auch im Performance-Marketing die Modelle, die über ein Ad-Spend halt quasi über eine Beteiligung halt mitskalieren. Und das Credo große Kunden ist das Wichtigste.
Ja, das ist voll spannend. Den Winkel habe ich tatsächlich noch nie gehört und macht absolut Sinn, weil das ist ja wirklich eine Abwärtsspirale. Ne? Wenn du dann zu kleine Kunden hast, für die ist das dann wahrscheinlich viel Budget, wenn die, keine Ahnung, 2000 pro Monat oder so bezahlen. Ne? Gucken dann gefühlt jeden Tag in ihren Ads-Manager rein und du sitzt da und denkst dir, ja, wir sind nicht mal profitabel auf unserer Seite, können mit dem Werbebudget gefühlt gar nichts machen. Ne? Und das ist ja irgendwie so eine absolute Abwärtsspirale, die man irgendwie machen kann. Würdest du sagen, dass das viele Agenturgründer heute schon hinbekommen, überhaupt darüber nachzudenken, an größere Kunden ranzukommen? Oder ist das etwas, was du dann auch in der Beratung häufig als erstes machst? So, hey, wo ist irgendwie eine lukrative Zielgruppe, wo du mit deiner Dienstleistung ran kannst? Das, was ich oft sehe, ist, die natürlich versuchen, die viele Agenturen an große Kunden ranzukommen, jedoch haben die meisten falsche Vorstellungen davon, was groß überhaupt bedeutet. Hängt auch darauf an, in welcher Bubble man jetzt so ist. Wie du schon, also du hast am Anfang gesagt, du denkst, die Agenturszene ist eigentlich recht klein. Tatsächlich ist sie viel größer, als man denkt. Der Markt ist so fragmentiert, im Agenturmarkt, man hat gar keinen Überblick, wenn man sich da nicht richtig mal hinsetzt, sich damit beschäftigt. Es gibt so viele Agenturen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, die gleiche Dienstleistung machen. Aber die meisten sind halt nicht auf LinkedIn richtig aktiv, sondern die sind halt stille Mitleser. So. Und die meisten wollen halt diese coolen, sexy D2C-Brands. Also wenn ich auf LinkedIn mich jetzt bewege, wollen alle diese coolen, sexy D2C-Brands gewinnen. Das kann eine gute Strategie sein. Allerdings gibt's von diesen Brands halt nur begrenzt viele. So, das ist erstmal die eine Sache. Materialschlacht, ne? Und der zweite Nachteil, den ich sehe, ist, dass das eigentlich gar nicht die richtigen Kunden oft sind, weil diese Kunden oft das Ziel haben, eigentlich diese Agenturdienstleistung zu inhausen. Das heißt, es besteht für Agenturen ein hohes Risiko, wieder gekündigt zu werden. Bei manchen Agenturen funktioniert das, aber bei vielen halt nicht. Das heißt, die meisten sind nicht in der Lage, die Qualität, das Fulfillment so gut zu gestalten, dass sie überhaupt den Kundenerfolg erzielen können, die Erwartungshaltung erfüllen können, mit dem Kunden skalieren können. Es gibt auch einen Unterschied meiner Wahrnehmung nach zwischen US-amerikanischen Markt und zwischen dem deutschen Markt. Das heißt, so ein Provisionsmodell aufzubauen, auf D2C-Brands zu gehen, ist im internationalen Markt viel besser, also viel bessere Voraussetzungen als allein im deutschen, allein auch wegen der Masse an Kunden, die es gibt. Und das, was die meisten auf dem Schirm haben, sind so richtig klassische, gute Agenturkunden. Das sind teilweise auch manche Kunden, die gar nicht so sexy, die man sich so sexy auf die Webseite schreibt. Das sind teilweise Mittelständler, die schneller Entscheidungen treffen können. Das heißt, so, wenn man sich Unternehmen nimmt, der perfekte Agenturkunde ist meiner Meinung nach eigentlich ein Kunde, der ein Mittelstandskunde, der hat irgendwie so vielleicht so 200 Mitarbeiter, 250, 300 Mitarbeiter. Da kann der Geschäftsführer oder eine Ebene drunter noch relativ schnell Entscheidungen treffen, weil das Unternehmen gehört den Inhaber, ist keine Aktiengesellschaft, sondern Konzern. Die haben sehr viel Budget, sehr viel Geld, also massenweise Kohle. Ist gar kein Problem, auch mal 10.000 Euro pro Monat auszugeben und mehr. Und das sind Kunden, die gar nicht in der Lage sind und gar nicht das Mindset haben, diese Agenturdienstleistungen in den nächsten paar Jahren so schnell zu inhausen. Das heißt, es sind Kunden, die man langfristig auch wahrscheinlich gut binden kann. Zudem sind es Kunden, wo der Geschäftsführer gar nicht die Zeit hat, jeden Tag in den Ad-Account mitzugucken oder das Marketing-Team, Marketingleiter oder so auch gar nicht letztendlich jeden Tag die Agentur challengen möchte, sondern möchte einfach, dass es irgendwie gut läuft. Und das sind tatsächlich richtig angenehme Agenturkunden. Das sind Kunden, die man gutes Geld verdienen kann. Und wo man, sorry, einmal noch aussprechen, das sind auch Kunden, wo man die Erwartungshaltung auch gut erfüllen kann oft. Weil die Erwartungshaltung von einem Mittelständler beispielsweise, je nachdem, keiner gibt Geld für nothing einfach aus. Jeder möchte letztendlich einen Mehrwert, jeder möchte sein Ziel erreichen. Aber der Anspruch ist definitiv ein ganz anderer. Die geben ganz anderen Feuer unter den Hintern teilweise als die Gründer, wo das Team so 12, 15 Leute groß ist, wo der Gründer so viel Ahnung von Paid Social hat, dass er meistens schlauer ist als die Account Manager. Und das ist so die Wurzeln allen Übels halt oft, was ich sehe, dass das gar nicht bewusst ist den meisten. Sind halt auch nicht die Cases, mit denen man sich brüstet auf LinkedIn und nicht mehr auf eine Webseite schreibt, ne? Deshalb geht das ja schon nicht, Max, ne? Das müssen schon sexy Namen sein. Aber das ist so cool, weil es wirklich so eine strategische Dimension ist, die ich wirklich in der Form noch nie gehört habe. Witzigerweise haben wir auch in den letzten Jahren, ich würde letztes Jahr verstärkt sozusagen eigentlich genau das sehr intuitiv gemacht, ne? Also wir haben auch beobachtet, dass wirklich Gründer und Geschäftsführer, sagen wir mal, ab 5 Mitarbeitern hoch bis zu teilweise 50 Mitarbeitern, sehr dankbar sind, wenn man ihnen zeigt, wie LinkedIn als Lead-Kanal funktioniert, ne? Und dass wir auch gemerkt haben, das, was wir mittlerweile können, weit über, was weiß ich, Content und Nachrichten hinaus ist, wirklich Webinare, E-Mail-Marketing, auch LinkedIn-Ads Leuten zu zeigen, dass man mit einem Solo-Selbstständigen damit relativ wenig helfen kann, ne? Also es ist wirklich so mit einer Bazooka irgendwie auf Spatzen schießen, ne?
Und ja. Das Spannende war halt wirklich, wenn du dann plötzlich so gestandenen Agenturgründern mit irgendwie 30 Mitarbeitern hilfst, LinkedIn zu machen, professionell, mit deren Erfahrung, was du auch schon gesagt hast, hast du plötzlich einen ganz anderen Hebel, ne? Also wenn du plötzlich einem Profi hilfst dabei, das aufzusetzen, dann hat er innerhalb von 3 bis 6 Monaten die Ergebnisse, die mancher in 5 Jahren nicht hätte, ne? Und ist zahlungsbereiter, ist glücklicher nach der Zusammenarbeit. Und ich war so, was? Ja, das macht ja schon einen signifikanten Unterschied, mit wem man da zusammenarbeitet. Und es ist eigentlich cool, dass du das auch sagst, da mal ein bisschen länger drüber nachzudenken, weil du kannst jahrelang mit zu kleinen Kunden arbeiten und es wird sich nie was verändern. Ne? Insofern ist das ein cooler Appell. Ja. Ja, vor allem kurz oder kleine Kunden, die geht es darum, Verträge monatlich kündigen zu können, während letztendlich ein großer Kunde direkt sagt, hey, alles unter einem halben Jahr macht gar keinen Sinn, weil ich habe jetzt mein Budget für das Jahr und das will ich jetzt einplanen, so wie kann ich es geben. Ja. Und ich weiß, dass es auch für Agenturenhaber nicht die besten Cases aus ihrer Wahrnehmung nach sind, weil sie denken, ah, das ist mir zu langsam, ich will eigentlich jetzt schnelles, agiles Marketing machen. Ja. Aber was oft nicht berücksichtigt ist, ist letztendlich, dass in erster Linie auch geguckt werden muss, so habe ich letztendlich als Agentur auch Spaß damit, was an Geld dabei rumkommt, bin ich profitabel damit und was wird oft vernachlässigt. Ja. Also das ist wirklich spannend, dass man sich sozusagen nicht von der Außendarstellung irgendwie treiben lassen sollte, so das sieht irgendwie cool auf LinkedIn aus, sondern das, was du, dass man vielleicht ein bisschen auch das Tempo rausnimmt, profitable und coole Kunden irgendwie hat, mit denen es Spaß macht, ne, und dann schon irgendwie alles erreicht hat. Kriegt man denn, was mich interessieren würde, ich glaube, Beratung ist ja noch mal ein bisschen ruhiger sozusagen, was du heute tust, als das Agenturgeschäft. Ne, es war zumindest immer etwas, was ich auch mit gehadert habe, weil natürlich auch Leute uns immer gefragt haben, warum machst du das nicht für uns, und ich so, not a chance, gar keine Lust drauf. Ne? Ich glaube einfach zu sehr daran, dass man es in-house abbilden sollte, ne? Was du auch gesagt hast. Glaube ich einfach daran, wenn man da ein paar pfiffige Leute hat, dann kann man das ohne Probleme in-house abbilden. Und zum anderen ist auch Freiheit zum Beispiel einer meiner höchsten Werte, ne? Sodass ich halt keine Anrufe am Wochenende haben will von irgendwelchen Leuten, die sagen, keine Ahnung, Robert, warum funktioniert mein LinkedIn-Post nicht? Ne? Und ich glaube, deshalb habe ich auch dieses Geschäftsmodell von Beratung sozusagen gewählt und hat auch alle seine Vor- und Nachteile. Aber gibt es diese Vereinbarkeit von, in Anführungszeichen, deinem neuen Leben und diesem Agenturmodell? Also kriegst du es hin, weil ich kann mir vorstellen, auch Leute, die zu dir kommen, Agenturgründer, sind wahrscheinlich noch sehr auch in diesem Hustle-Modus. Ne? Mhm. Kriegt man die hin, dass man wirklich einen gesunden Alltag sozusagen gebaut bekommt und trotzdem dieses Geschäftsmodell fährt? Auf jeden Fall. Denn da geht es viel einmal um Erwartungshaltungsframing beim Verkauf. Ja. Das heißt, wenn du ein Angebot abschließt, ist zweites ein guter Onboarding-Prozess. Mhm. Das ist das, was viele Agenturen auch falsch machen. Normalerweise eigentlich sollte jeder Kunde, der zu dir kommt, erstmal quasi ein automatisches, also ein Video-Onboarding bekommen, in dem ganz genau die Erwartungshaltung gesetzt werden, in dem gesagt wird, was passiert zu welchem Zeitpunkt, wie sieht die Zusammenarbeit überhaupt dann aus. Das heißt, auch selbst nach der Unterschrift müssen die Kunden nochmal richtig gut erklärt bekommen, haarklein, wie das genau funktioniert. Ruf mich gerne nicht am Wochenende an, ja. Genau, und das ist auch, denke ich mal, ein Fehler, in dem man halt, man muss halt diese Kunden ablehnen, ne? Also man muss halt raus identifizieren, was sind die Kunden, die richtig unangenehm werden, die auch die falschen Erwartungshaltung haben. Und wenn die Erwartungshaltungen richtig gesetzt sind, dann kommt auch dieses Feuerlöschen auch gar nicht so oft zu, also dann kommt das gar nicht zum Tragen. Weil wenn ein kleines Feuer entsteht, dann ist es etwas, wo der Kunde darüber aufgeklärt ist. Ja. Also das ist so wichtig, dass du das sagst, weil ich habe auch das Gefühl, dass vieles sozusagen Unbewusstes sozusagen, was man einfach nicht kommuniziert hat, ne, wo man sich dann später so ärgert. Und ich hatte auch noch vor ein paar Jahren die Fälle irgendwie, keine Ahnung, wie Kunden an meine Telefonnummer gekommen sind, die mir dann aber WhatsApp-Nachrichten geschrieben haben, ne, also wirklich die wildesten Sachen irgendwie. Und ich habe dann auch höflich gesagt, ne, und ich glaube, das traut sich vielleicht der ein oder andere nicht, ne, du schreibst mir halt nicht bei WhatsApp, ne? Schreib sozusagen meinem Team eine E-Mail, aber ich werde hier auf keine WhatsApp-Nachricht von dir antworten, ne? Das ist Familie und Freunden sozusagen vorbehalten. Und ich glaube, der eine oder andere auch aus der Angst, dass er, was weiß ich, nicht genug Kunden hat oder nicht genug Leads hat, ne? Ist dann immer so, oh Gott. Und das ist witzigerweise auch das, was wir in den letzten Jahren nicht beobachtet habe, dass wir immer mehr mit Agenturgründern auch zusammengearbeitet haben. Auch es unglaublich viel Spaß macht, mit denen sozusagen LinkedIn zu erschließen. Weil ich habe das Gefühl, ich habe irgendwann mal dieses Homosi-Modell aufgeschnappt, dass es so Unternehmer gibt oder Gründer gibt, die mehr produktlastig sind und dass welche gibt, die mehr promotionlastig sind. Und ich glaube, gerade Agenturgründer wählen das Geschäftsmodell, weil sie halt lieber mit Kunden zusammenarbeiten und sozusagen einen guten Job machen und einen guten Service machen. Ich würde sagen, ich bin mehr auf der Promotion-Seite, ne, und lerne mal ein bisschen mehr, mir Gedanken über das Produkt zu machen regelmäßig. Aber es ist so eine coole Synergie. Ich habe das Gefühl, ich muss
die Jungs regelmäßig so aus ihrem Keller rausziehen und sagen, ja, auch wenn du ein gutes Angebot hast, muss die Welt schon davon erfahren. Und das Coole gerade bei Agenturgründern ist, dass sie arbeiten können, ne? Also das habe ich auch beobachtet, dass es manche Zielgruppen gibt, ich will hier keine adressieren, die halt nicht arbeiten können, ne, und auch nicht arbeiten wollen. Und das ist halt das Coole, dass gerade bei Agenturgründern es beobachtet habe, wenn die dann wissen, was zu tun ist, dann ist aber auch Attacke, let's go. Ne? Und dann ist halt cool zu sehen, wenn plötzlich auch die Welt erfährt, was sie eigentlich hinter den Kulissen da tut, ne, wie gut das funktionieren kann und wie gut auch LinkedIn als Plattform da funktionieren kann. Ne? Ich würde mal sagen, auf die Zielgerate, damit wir auch in der Zeit bleiben. Max, was mich interessiert, ist so, wie geht dein eigenes sozusagen Business? Wie gehst du da dran? Ich glaube, ich hatte verstanden, du bist noch One-Man-Show, ne? Ja. Wie sieht da so die Roadmap aus? Gibt's da irgendwie, da muss ja wahrscheinlich auch innerlich so ein, wenn man so mal bis 40 Leute gewachsen ist, dann ist doch da bestimmt irgendwie sowas so, ah, das muss irgendwie alles schneller gehen und höher gehen und komm schon. Ja. Und oder ist das so, ah, ich guck einfach mal, wo sich das hin entwickelt? Ja, es ist ein Mix aus beiden. Also, ja. Meine Erfahrung ist auch, Unternehmer, die brennen, die hören nie auf zu brennen, ist auch gut. Ja. Ne, Unternehmer, die zu viel brennen, bin, glaube ich, schon einer davon. Haben wir ja gesehen, letzten 2 Jahren habe ich die Erfahrung gesammelt. Bei mir geht's oft immer darum, mich zu bremsen selber. Ich muss lieber mir schauen, so, ah, wie kann ich noch motivierter sein? Wie kann ich noch mal raus? Und so, ich muss mal gucken, ah, wie kann ich langsam machen? So, also, wie kann ich mal einen Schritt wieder zurückgehen? Ja. Und das ist auch eine Übung, jeden Tag tatsächlich. Also nicht zu viel, nicht zu viel zu machen. Genau, also schlussendlich bin gerade eine One-Man-Show. Da, wo es mir jetzt hauptsächlich darum geht, ist halt Kundenprobleme zu lösen. Mhm. Und deshalb, das kann ich auch jedem nur empfehlen, der jetzt eine Agentur gründet. Es kommt darauf an, in welchem Markt du bist. Also die Empfehlung geht, sind nie pauschale Empfehlungen, sondern also oftmals nicht, sondern wenn man jetzt gründen würde beispielsweise, versuch einfach die Probleme deiner Kunden zu lösen. Sprich, ich baue jetzt keine Webseite, ich mache jetzt kein großes Marketing, außer ich auf LinkedIn ein bisschen poste, sondern ich konzentriere mich 100% auf meine Beratung, auf mein Produkt, auf meine Kunden. Ja, ganz wichtig ist bei mir aktuell, ich habe kein Massenprodukt. Das heißt, mein Produkt ist aktuell nicht darauf aufgelegt, irgendwie jetzt 30, 40 Leute in so einer Masterclass irgendwie reinzubauen, sondern die Kunden kommen vor allen Dingen, richtig, sondern die Kunden kommen vor allen Dingen zu mir halt, weil sie bei mir eine 1:1 Betreuung geben. Das heißt, ich standardisiere meine Prozesse schon so, weil ich damit einfach noch besseres Produkt baue und meinen Kunden noch besser helfen kann, ganz klar. Ja. Aber genau, ich habe aktuell jetzt meine... Sie sprechen noch mit dir persönlich, ja. Richtig, genau. Und ich löse auch zusammen auch mit denen persönlich auch Probleme, weil manche Probleme dann doch so individuell und komplex sind, dass sie von mir beantwortet werden müssen, ohne eine Standardantwort. Ja. Genau. Ich habe jetzt 9 Kunden. In den nächsten Monaten wird das so wahrscheinlich auf so 11, 12 wachsen. Ja. Genau. Vielleicht wechselt mal ein Kunde, vielleicht wird eine Zusammenarbeit beendet, dann nehme ich 9 Kunden mit auf. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, in der Zukunft mal nochmal 40 Leute mit dazu zu holen bei mir on board. Das Geschäftsmodell ist aber so profitabel tatsächlich, also es ist so ein margenträchtiges Geschäftsmodell, dass ich das alleine erstmal so stark skalieren kann, da ich mir sehr viele Gedanken einfach drüber mache, wie kann ich weiter skalieren, aber des Produktes willen und nicht quasi des Geldes wegen. Weil des Geldes wegen quasi, also da kommt genau diese Frage zum Tragen, die du in meinen Raum gebracht hast heute im Gespräch, so wie will ich mein Leben führen und wie viel Geld brauche ich eigentlich, also wo macht es mich noch glücklich und deswegen, ich weiß auf jeden Fall, wenn ich mehr Leute einstelle, kann ich das Produkt besser machen, weil ich einfach noch mehr Kompetenz ins Boot holen kann. Ich kann mehr Unterstützung von Leuten holen, die viel besser sind in manchen Themen als ich. Und es gibt da einige von. In vielen Themen bin ich nicht gut. Und deswegen, es wird auf jeden Fall kommen, weil ich so einen hohen Anspruch an das Produkt habe, dass ich das gar nicht alleine in der Qualität aufbauen möchte, wie es mein Anspruch ist. Das ist ein schöner Ansatz und das hört man ja wirklich selten, ne? Also, dass man wirklich sagt, hey, wie kann man das Produkt mit, was weiß ich, Mitarbeitern nochmal so viel besser machen, dass es irgendwie den Kunden noch besser hilft und nicht aus dem Geldgetriebenen sozusagen, wie kommt der Cashflow irgendwie rein? Und das ist ja ein cooler Ansatz, dass man da nochmal rangeht. Und da gibt es ja auch genug sozusagen Beweise im Markt, dass auch E-Com und Agentur-Consulting sozusagen sehr gut funktionieren kann, ne? Total. Ja, das ist doch, ich habe auch wirklich 1-2 Fälle gehört, weiß nicht, ich habe das Buch von Rework mal gelesen, von Basecamp ist, glaube ich, da die Story, die auch irgendwie so ein eingeschworenes Team waren von 15 Leuten und gesagt haben, hey, wir haben hier unsere eingespielte Band und wir wollen lieber über sozusagen mehr Kunden in den bestehenden sozusagen Angeboten nachdenken. Also wie kriegen wir einfach 1000 Basecamp-User auf 10.000, ne, ohne dass wir einen zusätzlichen Mitarbeiter brauchen. Und zum Beispiel Jason Oppenheim von Selling Sunset, ne, der Makler, gleiches Spiel. Ich habe keine Ahnung, 15 Makler, mit denen arbeite ich seit irgendwie 10 Jahren zusammen. Ich will keine Kopfschmerzen haben, ne? Und
will keine, keine Ahnung, 90 Filialen haben. Und das fand ich halt so spannend, weil ich habe das gehört, das Gefühl, das hört man selten. Ne? Also auch immer wieder ist ja immer so, und wie viele Mitarbeiter hast du? Ne? Und man muss sich irgendwie so gefühlt immer so ein bisschen innerlich rechtfertigen, so, ja, eine Handvoll. Ne? Und das ist halt ja. So witzig, weil ich glaube, das ist auch ein schönes Beispiel, was du heute genannt hast. Völlig legitim. Ne? Und ich glaube, man muss um sein eigenes Leben bauen, ne? Was für einen passt. Ne? Total, absolut. Wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie, wo es immer nur darum geht, quasi nicht gut genug zu sein. Und ja. Es geht auf jeden Fall darum zu erlernen, denke ich, wie man das abspalten kann. Also im Business geht es darum, wie kann ich möglichst produktiv sein, wie kann ich gerade mal die beste Entscheidung kommen, wie kann ich möglichst viel rausholen, hör schneller weiter, zack, let's go. Aber privat ja. Letztendlich geht es darum, Gang runterzufahren, achtsam zu sein. Und dazu sagen so, hey, mir ist egal, was jetzt eigentlich gerade passiert, sondern ich will im Moment halt irgendwie sein und ich versuche mal am Wochenende mal nichts zu machen, so, das ist auch mal eine gute Übung. Ja. Und von daher, jeder sollte auf sich selber schauen und sich nicht davon beeinflussen lassen, was andere irgendwie für Agenturen aufbauen. Es gibt ja auch immense Unterschiede auf, wie profitabel manche Agenturen überhaupt sind. Ne? Das heißt, es gibt Agenturen, die machen mit 10 Mitarbeitern 5-mal so viel Umsatz wie eine Agentur mit 30 Mitarbeitern und dementsprechend optimiere ich jetzt bei mir auf jeden Fall auf Lebensqualität, auf das Produkt und ich weiß letztendlich, dass ich mit weniger Leuten mehr Geld verdienen kann, wenn ich die richtigen Steps einleite und von daher, ich versuche es erstmal einfach zu halten. Ja, perfekt. Hey, ein schöneres Schlusswort hätte ich heute nicht finden können. Ne? Max, wenn ich jetzt Agenturgründer bin und vielleicht noch einen der Plätze haben will bei dir, ne? Wo melde ich mich da am besten? Bei LinkedIn. Perfekt. That's simple. Das ist auch, ja, das ist sehr gut, Max, dass du da. Ich check meine Inbox nicht. Ja, okay. Das habe ich heute mitgenommen, obwohl, ja, ich weiß noch nicht, wie ich das für mich gelöst bekomme. Ja. Hey, also, insofern, es war mir eine große Ehre, coole Sachen mitgenommen, wirklich, Max, heute, die ich auch in der Form noch nicht gehört habe, ne, hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch dieses Credo, ne, und insofern, schaut bei Max vorbei, geht da mal bei LinkedIn rein, schaut euch den Content an, vielen, vielen Dank dir, ne. Wenn dir das Interview mit Max gefallen hat, dann sieh dir unbedingt als nächstes das Interview mit Daniel Bittemann an, wo wir darüber sprechen, wie er Ecom-House auf über 30 Mitarbeiter organisch skaliert hat und wir ihm dabei helfen konnten, wirklich LinkedIn als Lead-Kanal aufzubauen. Perfekte Ergänzung zu dem Interview mit Max und insofern sehen wir uns im Interview mit Daniel. Bis gleich.